Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Flu. Wir müssen Part 5 sein. Direkt am Anfang sehe ich gerade, wir können jetzt mittlerweile als Juliana auch in andere Zeitlinien springen. Das wird nach dem LP höchstwahrscheinlich streamtechnisch fortgesetzt. Ich möchte aber erstmal die Story an sich mit Cold durchspielen. Ich weiß nicht, ob Juliana an sich auch noch eine Hintergrundstory hat, aber die haben das, glaube ich, ganz nett geregelt mit als Juliana-Spiel mit Leveling-System und so. Aber naja, ich habe mir von Artis noch. Von Artis, genau. Es gibt einmal Penny's, Rosie's Diner, Artis Diner. Nur vegetarisch natürlich. Von Artis habe ich mir, wie gesagt, halt noch ein paar Infos geholt, wie zum Beispiel: Man kann in diesen Räumen, wovon wir Notizen finden, nicht nur bessere Waffen finden, sondern man kann auch hier da andere Collectibles finden. Aber ich habe nicht nachgefragt mit diesen hier, diesen Gegenständen, die so komisch, ja, regenbogenfarbmäßig leuchten. Und die ganze Zeit so vibrieren, als wären die zwischen Zeitlinien gefangen. So welche Loop-Gegenstände oder so. Naja, wir gehen weiter. Du kannst jetzt Vinjis Labor im Komplex betreten. Wähle den Distrikt und mach dich ins Werk. Ja, stimmt. Wir können jetzt Visionäre angreifen. Wie ich im letzten Part noch gesagt habe, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich, werden wir so erstmal jeden Visionär oder jede zwei Visionäre pro Map testweise hintereinander versuchen abzuschlachten. Und dann müssen wir es hintereinander machen, weil wir haben nur diesen einen Tag Zeit. Ihr seht es auch hier. Nachmittag, also wir haben hier morgens, mittags, nachmittags, abends, vier Zeiten, hier jeweils zwei Visionäre. Und Arti hat auch gesagt, tatsächlich, das Spiel hat zwar letzte Folge auch gesagt, dass sie sich immer, also dass die Visionäre sich immer getrennt voneinander aufhalten sollten, um den Loop halt zu beschützen. Aber Arti meinte auch, sehr viele Visionäre, glaube ich sogar Ubtam meinte er, da werden zwei hier nebeneinander stehen. Oder Karlsbucht, ich weiß nicht mehr, was er meinte. Oder Komplex sogar, keine Ahnung. Naja, aber wir gehen in den Komplex. Es gibt tatsächlich auch, ich habe mich nämlich im letzten Part darüber auch wieder beschwert, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, guck mal, ja, es gibt eine Möglichkeit, meine Waffen zu saven. Weil bisher habe ich es ja so, dass ich immer, wenn der Loop endet, hier, dass die dann verschwinden. Aber ich kann irgendwo später dann, glaube ich, meine Waffen hier sichern. Ich weiß aber nicht, ob wir das erst später freischalten, also dass wir ein paar andere Dings schon machen müssen. Ich weiß nicht, was ich jetzt, wie ich reden soll. Man merkt es aber. Und bla bla bla, Juliana wird uns eventuell jagen. Also sie würde eventuell in unsere Zeitzone kommen. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das ist ein großer Schrittcode. Bist du auch bereit dafür? Was habe ich zu verlieren? Naja, deine Waffen, wenn du stirbst. Aber wenn du es schaffst, kannst du sie behalten. Auch wenn ich es nicht schaffe, lerne ich was draus. Das stimmt. Also, wie behalte ich nochmal die Waffen? Die Anreicherung. Bist du nicht deswegen hier? Ich habe mir gesagt, dass ich es tun soll. Du bist nicht der Einzige mit anderen Ichs. Ist nichts Besonderes. Aber falls ich es schaffe... Ja, falls. Viel Glück. Das mit der Anreicherung klingt immer LOL, als ob ich jetzt gerade angefangen habe mit, ich möchte endlich meine Waffen speichern und sage, das werden wir im Laufe des Spiels doch irgendwie herausfinden und dann direkt, ah, du bist hier wegen der Anreicherung. Ja. Ach, dann ist sie in dem Labor mit dem Visionär. Ja, dann müssen wir dieses Labor schaffen, weil ich will meine Waffen behalten, ich will alles behalten. Wer war das? Wir nehmen einen anderen Weg. Da, schnell. Ach doch, ich habe wieder Doppelsprung. Nice. Da ist er! Ich bin dran! Fresse. Verräter! Da, zack!
brauchst keine Beine mehr. Gib her. Haben wir es gut. Kann ich hier irgendwie hoch? Nö, gut. Ich dachte gerade schon. So. Das tötet jetzt für mich. Niemand hört sie schreien. Stirbt. Oh. Stimmt, das hat Arti auch gesagt. Man kann nur am Nachmittag oder am Abend kann man hier im Komplex, muss das gewesen sein. Weil er hat gesagt, da kann man über das Wasser laufen, weil da das gefroren ist. Aber das wissen wir schon. Die haben ja gesagt, während der verschiedenen Tageszeiten verändern sie sich auch der Distrikt an sich nochmal. Was ist das für ein Signal? Das lockt die anderen an. So. Okay, ein Leben haben wir verloren. Eins können wir noch. Aber dann ist Ende. Was zum Henker? Was passiert mit dem Licht? Brauche ich nicht. Oh, eiskalt. Es ist nie zu spät. Ist ein grober Missbrauch wertvoller Forschungsstunden hier bei? Fragst du? Ich muss nur klarstellen, es klingt ewig. Außerdem wäre es langweilig. Unsere Arbeit am Riss hier ist wesentlich wichtiger. Am Ende des Loops schließt sich der Riss. Dann bleibt nur noch eine von uns übrig. Unnötig. Dafür würden wir nie riskieren, das Loop-Protokoll zu brechen. Wenji. Gut, wir sind uns einig, klar. Wenji. Natürlich. Wäre auch zu schön gewesen. Nein. Geh doch. Okay, man merkt, ich habe wieder eine kurze Pause beim Spielen gehabt. Ich habe so das Gefühl, keine von denen wird die richtige sein, aber wir legen die mal um. Am besten heimlich natürlich. Das war nicht heimlich. Man kann ihn gar nicht übersehen. Dir, was immer du. Hä? Töte sie doch! Wie war das los? Wenn nicht in die Mangel nehmen? Yeah.
Ich habe keine Chance. Das eben unter meiner Kontrolle. Nicht gierig werden. Jetzt wissen aber wenigstens alle, wo alle ist. Ich weiß nicht, ob ich alle Kopien töten muss oder ob es tatsächlich nur eine richtige gibt und die Kopien sind dann. Wir brauchen das Saven. Poliertes persönliches Siegel. Mein Leben geiler oder was? Ich liebe es. Man wird so belohnt fürs Umgucken. Mir geht's gut genug. Diese Sätze. Was? Acht? Wie komme ich nochmal hoch? Ich brauche den Heal. Okay, jetzt ziehen sie aber die Schwierigkeit an. Und das ist so ziemlich die erste Visionärin, die wir töten müssen. Das ist halt das Schlimme. Das sieht so aus, als wäre ein Deckel drauf. Was? Kann ich hier irgendwas hacken? Oder lag irgendwas? Nochmal so ein Siegel. Immer hacken. Das Beste ist, wenn sie mal nicht wissen, wo ich bin. Werden sie gleich wieder, aber ist mir egal. Okay, also dieses Labor ist die komplette Fläche so ziemlich. Auf kurz und knackig gesagt, wir müssen eigentlich wissen, wo die Dings ist. Also wir müssen wissen, wo jede Wenny ist, ja.
Das war doch Eis! Oh Gott, mein Junge, das wird nichts. Wollt ihr mich verarschen? Na gut, wenigstens gibt es eine Trophäe, aber... Aber hä? Ich hab doch einen Doppelsprung. Warum hat er den Doppelsprung nicht genutzt? Ich hab literally 5-mal X gedrückt. Oh, das ist jetzt schon wieder so ein richtig dummer Tod. Aber das ist, weil das Ding sich reagiert hat. Ja, Fresse halten. Gut, jetzt ist alles wieder weg. Nice. Halt die Fresse! Geil! Es ist aber doch so nervig. Jetzt habe ich keine Waffen mehr, außer die am Anfang hoffentlich. Oder gar nichts, keine Ahnung. Da der Doppelsprung nicht reagiert hat, naja. Aber brauchen wir ja nicht. Dafür beschuldige ich. Es gibt Regeln, Kurt. Und manchmal umgehe ich die Regeln. Und manchmal bla, 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 bla. Dr. Wenji hat die Regeln gelesen. Und dann in Brand gesteckt. Eine brillante Forscherin. Sind sie nicht immer brillant? Darum sind sie scheiß Forscher. Hast du was gesagt? Ja, wir haben nur die Startwaffe. Ja, super. Den Doppelsprung habe ich, aber wo war der gerade? Du hast mir gefehlt, lieber Doppelsprung. Ich verstehe manchmal die Steuerung nicht. Ey, ich dachte, ich hab den doch gerade umgebracht. Was hast du? Nee, gut. Das ist doch gefroren. Oder erst wirklich nachts. Und an sich, ich war da drauf. Also. Gut, den Versuch können wir auch wieder vergessen. Nice. Es macht richtig Bock gerade. Ah. Wie war das noch? Mit nicht in die Mangel nehmen? Ich habe ihn doch gekriegt, nice. Ziel erfasst. Ziel. Ich wollte den. Ich habe keine Reichweite auf das Ding. Also gerade macht's keinen Bock, sondern geht mir einfach nur auf den Sack. Und Sachen, die mir auf den Sack gehen, enden wie Horizon Forbidden West. Im Schrank. Wie soll ich ihn... Ach Gott, ich fick das Ding jetzt kaputt. Fick dich! Die Fresse! Wie viel Schaden macht man ein Geschütz im Gegensatz zu einer Person? Das ist doch frech. Ah... 15 Minuten Aufnahmefortschritt, alles weg. Ah, ja super, jetzt muss ich so tun, als freue ich mich richtig drauf. Oh, oh ne, hier liegt keine Waffe, ja super. Wir reden und die Uhr tickt. Welche Uhr? Hier, er hat keinen Doppelsprung gemacht, warum nicht? Rede ich Spanisch? Die Tür ist natürlich blockiert. Mir geht's gut genug. Halt die Fresse.
Jetzt gerade nicht. Für uns alle. Und Zeit. Also bitte. Ist ein Stapel auf deiner Arbeit. Nicht der Baum vor dem Papierstapel. Ah, ein Besucher also. Hä? Stich sie doch ab, meine Fresse, was willst du noch machen? So. Hacken ist für Anfänger. Fertig. Geh doch! Ich bin euch viel zu angepisst, ich kann nicht mehr richtig mitspielen. Stimmt doch. Hä? Kotzen. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Mach jetzt einen Doppelsprung. Gleiches Ende. Ich schwör bei Gott, gleich habe ich keinen Bock mehr. Das kann es nicht sein. Komm, gleich gehe ich aus Versehen hier ins Eiswasser oder. Ich breche das Projekt gleich ab, ganz ehrlich. Oh, das Spiel ist so gut, aber es ist so scheiße mit dieser Sprungmechanik. Da haben sie sich so wenig Mühe gegeben. Alter Schwede, League of Legends ist dagegen ja wirklich göttlich. Und ich hasse League of Legends. Ich hasse es. Leute, die da spielen, sind so richtige Fettsäcke. Mach jetzt hinne. Fick die Animation. Ich will jetzt mal Fortschritt kriegen. Ich weiß, wo ich am öfter, wo ich sehr oft sterbe. Super. Liebe ich. Oh, ich verliere meine Waffen. Würd sie gern speichern. Krieg's nicht hin, weil ich das Labor dafür erstmal stürmen muss. Geht nicht, weil der Doppelsprung nicht funktioniert. Weil nichts funktioniert. Juliana halt die Fresse. Ist das hier nicht toll? Halt die Klappe. Für ein leuchtender Mist hier überall. Du willst was über Residuum wissen? Das ist zu hoch für dich. Dafür brauchst du einen Doktortitel, den du nicht hast. Dann erklär's für Leinen. Du bist eine Frau, was soll ich von dir erwarten, ganz ehrlich? Halt die Fresse. Mach die Tür auf. Oh, ein Doppelsprung, den kann man richtig schön einsetzen. Falls man weiß, wie es geht. Na ja, Code? Richtig cool. Hör auf mich anzustarren, sonst bring ich dich um. Ach du sowieso. Gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Penner! Als Fresse. Jetzt habe ich Lö Shotgun und jetzt gehe ich Lö rein. Irgendein Problem? Gut. Mir liegen die Nerven blank. Fresse. Halt die Fresse. Was zum Henker? Was passiert mit dem Licht? Na doch nach! Wie war das noch, wenn ich denn die Mangel nehmen? Das ist so nervig, diese Kackwaffen, diese billigen Dreckswaffen. Die haben sie in China hergestellt. Was lädt da für so eine Waffe nach? Drück die Patronen rein oder willst du mit den Schafen gehen? Oh, halt die Fresse da hinten. Gewehr. Das Ding sieht ein bisschen professioneller aus, als den Scheiß, den ich krieg. Was ist das? Arsch. Schöne Grüße. Gib mir die richtige Waffe. Alle haben überlebt. Gut. Lade nach. Jetzt sind es nur noch acht.
Gut. Und immer hier draußen. Es geht mir gerade so auf den Piss. Gebt mir doch irgendwelche guten Waffen. Im Trailer wurden so coole Waffen gezeigt. Was muss ich dafür machen? Muss ich erstmal 7 verschiedene Rätsel lösen auf 28 unterschiedlichen Basen? Keine Ahnung, hier, zack. Halt die Fresse. Spreng die Tür doch auf, meine Fresse. Gib mir doch irgendwas Gutes hier unten. Ich zieh das Video auf 40 Minuten, aber ich beende nicht, ehe die Schlampe tot ist. So. Und noch eine! 5 übrig! Jetzt aber los, weg damit! Los! Gibt's hier irgendwas? Nö, weiter. Ich werde doch schon wieder gleich sterben, ich seh's doch. So macht man das. So. Jesus. Komm her. Stirb doch. Schlampe, stirb. Tödliche Sicherheit, ich merk's. Mach die Tür auf. So, komm schon. Ist hier noch irgendwo hier, bitte? Ich sehe schon, am Ende kommt nochmal Juliana rein, um mich komplett anzupissen. Mir geht's gut genug. Halt die Fresse. So, 29. So, aus hier. Okay. Warte, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist gar nicht. Yay. Gib mir deine Fähigkeit, Schlampe. Das ist auch eine Fähigkeit. Verarsch mich nicht.
Und was jetzt? Wendy's. Hinweise für das heutige Riss-Experiment. Erstens, nach Kurzverrat musste ich das Sicherheitssystem mit der Drucksteuerung verbinden. Sterilisation wird eingeleitet, wenn der Verräter auf dem Gelände entdeckt wird. Zweitens, laut Evans-Gesetz der Variation könnten sich die relevanten Sicherheitscodes in eurer Zeit an einem anderen Ort befinden. Meine liegen im Untergeschoss des Laboranbaus. Ja, wir brauchen die Codes. Gib mir die Codes, Schlampe. Ich will komplette Sicherheit. Finde ich hier irgendwo die Codes. Der sagt mir ja nur, wo ich da hin muss. Aber ich brauche ja Codes, um da reinzukommen. Ach, keine Ahnung. Gut. Also, wie gehen wir es an? Hier kommt man rein. Von unten. Und wie kommt man nach unten? Ernten, was man sät. Jeder Visionär erhält beachtliche Mengen an Residium. Der Vorgang des Ernten ist jedoch mit an Sicherheit gegrenzter Wahrscheinlichkeit tödlich. Stirbt ein Visionär, besteht das Risiko, dass der Loop instabil wird. Naheliegende Lösung, Besuchervisionäre. Beim Riss-Experiment testen. Experiment teilweise gelungen, wenn mehrere Besucher einer einzelnen Person manifestiert werden, führt das Töten eines davon zur Übertragung seines Residium in die verbleibenden Besucher, was das umgehende Ernten verhindert. Jede Version von mir zu töten, würde das für die Anreicherung benötigte Residium produzieren. Aber dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Ach. So, wir haben aber glaube ich schon 30 Minuten plus. Darum würde ich sagen, mache ich für den Part Schluss. Hoffentlich geht es im nächsten Part besser. Wenigstens haben wir schon mal so eine Art Game Over gesehen. Naja, es gab eine Trophäe dafür, also so schlimm war es nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.